Oh, die Redaktion Hufgeflüster ist immer noch unterwegs auf der Pferd International, der großartigen Pferdemesse in Bayern. Wir sind immer wieder auf der Suche nach interessanten Themen, was Pferde, Reiter und alles drumherum betrifft. Und da haben wir jetzt hier zwei ganz nette Leute hier. Und zwar geht es um eine Vereinigung oder um eine Kooperation von zwei Vereinen. Und da bitte ich jetzt, es geht ja einmal um die VfD und einmal um den Bayerischen Landesverband für therapeutisches Reiten. Da habe ich beide Präsidenten hier bei mir. Ich bitte darum, dass ihr euch einfach mal kurz euren Verband oder Verein vorstellt. Wer will beginnen, bitte? Ja, wir sind von der Bayerischen Landesvereinigung für therapeutisches Reiten. Sag doch mal zuerst nochmal deinen Namen, bitte. Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Zacharias. Ja. Ich bin der Vorsitzende der Bayerischen Landesvereinigung für therapeutisches Reiten. Wir sind die Interessenvertretung für Fachkräfte, Betroffene, Reiter mit Behinderungen und kranke, behinderte Menschen im Bereich der Therapie. Ja, das ist jetzt der eine Partner. Der zweite Partner ist die VfD. Und da haben wir hier den Präsidenten, den Dietmar Köstler. Bitte sag doch noch mal ein paar Worte auch zur VfD, was die macht und was deren Ziele sind. Die VfD ist die Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland. Und ich bin der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern. Unser Schwerpunkt ist, das Reiten in der freien Natur sicherzustellen. Das heißt, das Reiten im Gelände, aber auch das Wanderreiten über mehrere Tage. Wir sind sehr, sehr vielfältig. Wir haben Fahrer, wir haben berittene Bogenschützen. Wir haben aber jetzt seit kurzem auch das große Interesse am therapeutischen Reiten. Aha, das ist nämlich jetzt der springende Punkt. Denn jetzt gibt es zwischen beiden Verbänden eine Kooperation. Bitte, warum schließt sie eine Kooperation jetzt zwischen diesen Verbänden? Was ist da der Grund? Wer möchte bitte antworten? Ja, also wir reden schon seit, glaube ich, 10 Jahren drüber, dass wir in irgendeiner Form gleiche Interessen haben. Es geht ums Pferd, es geht um Reiter, die einen mit, die anderen ohne Behinderung. Und dann haben wir gesagt, es gibt da keine großartigen Unterschiede. Und wir wollen unsere Verbundenheit zum allgemeinen Reitsport durch eine solche Kooperation schon seit langem einmal darstellen. Und das ist uns jetzt gelungen, eben mit der VfD, Landesverband Bayern. Und darüber sind wir sehr froh. Und aus Sicht der VfD? Wir bilden schon seit langem Übungsleiter aus. Und viele dieser Übungsleiter gehen dann nicht in den allgemeinen Reitsport, sondern gehen in das therapeutische Reiten hinein. Und von daher war es natürlich mal sehr, sehr naheliegend, sich mit diesem Bereich näher zu befassen. Ich frage jetzt mal, gibt es denn Wanderreiter mit Handicap oder gibt es Reiter mit Handicap, die Wanderreiten? Zum Beispiel, gibt es da Gemeinsamkeiten? Sicherlich, unsere Reiter gehen auch häufig ins Gelände. Natürlich mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Und es ist durchaus auch möglich, dass Reiter mit Handicap zum Beispiel einen Trekkingritt unternehmen, Tagesritte, eventuell auch mehr Tagesritte. Das haben wir alles schon gemacht. Jetzt nicht im Rahmen unserer Kooperation mit der VfD, aber das werden wir künftig sicherlich auch intensivieren, ausbauen, damit unsere Reiter auch die Chance haben, von den Erfahrungen der VfD auch zu profitieren und das leichter zu gestalten, auch mit ihrem Handicap. Bei der VfD ist das die gleiche Sicht? Also prinzipiell wäre es natürlich denkbar, zum Beispiel gerade beim Fahren, dass jemand mit Handicap fährt. Ich meine, unser langjähriger Bundessportwart Heiner Sauter hat den Schein zum Fahren und ist behindert. Er hat nur eine ganz einsetzbare Hand. Aber wer einmal das gesehen hat, mit welcher Freude ein Junge auf einem Pferd sitzt und hier seine Behinderung völlig vergisst und erst dann wieder auf den Boden zurück, sozusagen auf den Boden der Tatsachen wieder mit seiner Behinderung konfrontiert wird, der wird sicherlich diese Art der Förderung sehr, sehr begrüßen. Also wenn man es genau nimmt, gibt es viele Punkte und viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Vereinen und Verbänden. Wie würdet ihr da die Ziele sehen von dieser Kooperation? Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, das wäre mal das Erste. Da haben wir jetzt gerade im Moment damit begonnen. Das andere ist, dass wir auch abchecken, wie wir unsere Ausbildungen in irgendeiner Form einander annähern. Dass man also sagt, wir erkennen gegenseitig Ausbildungsteile an. Der eine für die Ausbildung des anderen und umgekehrt.
Und ja, was haben wir noch besprochen? Ja, gerade die Ausbildung ist ein wichtiger Punkt, denn wir haben in der ARPO, in unserer Ausbildungsrichtlinien, ist bereits jetzt vorgesehen, dass man Ausbildungen anderer Verbände anerkennen kann. Und hier passt es eigentlich sehr, sehr gut, weil auch unsere ARPO hat praktisch schon die Grundlage für die Anerkennung von soliden Grundausbildungen anderer Verbände. Und die Bayerische Landesvereinigung für therapeutisches Reiten haben wir uns angesehen. Das ist auf jeden Fall eine solche sehr solide Grundausbildung, die man guten Gewissens anerkennen kann. Eine interessante Partnerschaft zwischen zwei Vereine, wo man eigentlich meint, die wären sehr unterschiedlich und dabei gibt es doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Ich finde das sehr interessant. Redaktion Hufgeflüster bedankt sich bei Wolfgang Zacharias und bei Dr. Dietmar Köstler sehr für dieses wirklich nette und informative Interview. Und bei nächster Gelegenheit, wenn es wieder was Neues zu berichten gibt, machen wir doch das wieder, oder? Dann machen wir weiter. Vielen Dank. Okay. Ganz toll. Besten Dank nochmal. Dankeschön.